Herzlich willkommen zur vierten Folge von Pauls Doppelblock. Wir sind hier in Brüssel am Flughafen und ich habe einen ganz besonderen Tag vor mir, denn ich habe heute ein Doppeldate. Und zwar mit Leonie Schwertmann und Luisa Lippmann. Die Mädels müssten gleich landen. Wir holen sie hier ab und dann machen wir uns einen schönen Tag. Pauls Doppelblock hier aus dem Mannschaftsbus von unseren DVV-Frauen. Und die Mädels sind mit gefühlt 3 bis 5 Stunden Verspätung gelandet, aber zum Glück angekommen. Vielen Dank, dass wir mit euch den Tag verbringen dürfen. Ja, einige eurer Kolleginnen sind ja im Ausland aktiv und ihr seid noch recht deutschlandtreu. Könnt ihr euch mal vorstellen, auch ins Ausland zu gehen oder bleibt ihr in Zukunft auch in Deutschland? Nee, also bei mir ist es der große Traum und das große Ziel, auch ins Ausland zu wechseln. Aber du weißt noch nicht wann. Zeitpunkt. Nee, ich weiß noch nicht wann. Wenn das Angebot stimmt wahrscheinlich. Ja, ich hoffe, es lässt nicht allzu lange auf sich warten, aber Ausland ist schon das große Ziel auf jeden Fall. Leo, du bist gerade nach Vilsbiburg gewechselt. Genau. Und danach geht's dann nach? Ja, das wissen wir natürlich auch noch nicht, das weiß ich am wenigsten. Aber auch für mich ist das Ziel, ins Ausland zu schaffen. Es ist für mich irgendwie der Inbegriff des Profigeschäfts im Volleyball, wenn man bis dahin den Sprung geschafft hat. Deswegen mal gucken, wenn es danach schon reicht, dann klar. In einer Woche geht's nach Aserbaidschan auf die Europameisterschaft. Erste ganz, ganz große Turnier für euch beide. Beschreibt mal so eure Gefühlswelt. Also ich habe die EM 2013 als Zuschauerin ja live mitbekommen und da war ich total aufgeregt und wollte unbedingt Teil davon sein und deswegen bin ich natürlich jetzt noch aufgeregter, endlich Teil davon zu sein und freue mich total, dass unsere erste EM jetzt auf uns zukommt und ja, wir treffen auf eine Hammergruppe, aber ich glaube, das wird großer und guter Sport. Wie sieht's bei dir aus, Leo? Ja, also ich denke, so eine Europameisterschaft, das ist einfach ein Turnier. Ich weiß nicht, das kann man später in den Lebenslauf aufnehmen. Also da kann man... Kommt drauf an, wie sie spielen. Ja, das schon, aber es ist einfach so ein großes Ereignis, ja, wo ich mega aufgeregt bin, auf der anderen Seite aber auch stolz dabei zu sein. Und ich denke, wir haben jetzt lang genug darauf hingearbeitet und jetzt soll es auch endlich losgehen, so diesen Höhepunkt zu spielen und zu gucken, wo wir dann wirklich stehen. Ja. Bevor ich jetzt wieder frage, wie die EM denn ausgeht und ich eine ganz, ganz politische Antwort bekomme und keine Aussage getroffen wird, spielen wir jetzt das Spiel 3-2-1. Das heißt, ich zähle von 3 runter und nach 1 sagt ihr die Platzierung, wo ihr landet. Achtung! 3, 2, 1. 5, 4. Was? Aber ich kenne das ganz gut. Understatement ist immer super. Das heißt, wenn man schon mal Fünfter ist, dann sagen alle wow. Wir werden die Freundschaft heute mal richtig auf die Probe stellen. Wir werden das Ganze nämlich so machen, dass Leo die Fragen so beantwortet, wie Luisa sie beantworten würde und genau andersherum. Und vielleicht könnt ihr noch einmal euer Freundschaftsbändchen zeigen. Ja. Ja? Wenn das schief geht, wir fangen an mit, ich würde sagen, Luisa für Leo? Mhm. Ja? Feiern oder chillen? Chillen. Städtereise oder Strandurlaub? Städte. Pommes oder Currywurst? Pommes. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Bier oder Wein? Wein. Grey's Anatomy oder Sex in the City? Grey's Anatomy. Einen Tag verzichten auf Zähneputzen oder Duschen? Oh! Zähneputzen, weil wir es abends haben? Beim Mann lange oder kurze Haare? Kurze. Sixpack oder Waschbärbauch? Sixpack. Erfolgreicher sportlich oder unerfolgreicher der Mann als die Leo? Wie würde sie sich ihn wünschen? Erfolgreicher. Leo braucht, glaube ich, weil Leo schon extrem erfolgreich ist, braucht Leo jemanden, der noch erfolgreicher ist. Der mindestens auf Augenhöhe ist. Geld oder Liebe? Haha. Das ist ja scheiße Liebe. So, noch hält die Freundschaft und jetzt drehen wir den Spieß noch einmal rum. Feiern oder chillen? Feiern. Städtereise oder Strandurlaub? Strand. Pommes oder Currywurst? Pommes. Oh, beides. Nee. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Bier oder Wein? Wein. Grey's Anatomy oder Sex in the City? Grey's Anatomy. Einen Tag verzichten auf Zähneputzen oder Duschen? Auch wieder gleich Argument. Zähneputzen, weil es uns beiden so schwer fällt, abends nochmal aufzustehen vorm Schlafen. Ah, okay. Beim Mann, lange oder kurze Haare? Kurz.
Sixpack oder Waschbärbauch? Auf jeden Fall Sixpack. Auf jeden Fall? Ja. Sportlich erfolgreicher oder unerfolgreicher? Mindestens genauso erfolgreich. Mindestens genauso erfolgreich. Und Geld oder Liebe? Auf jeden Fall Liebe, und zum Glück hat sie schon den mindestens genauso erfolgreichen Mann und die Liebe auch. Oh. Dann bin ich wieder rot. Ja. Wir sind nicht nur in der schönsten Stadt Belgiens, sondern auch in dem absolut besten Waffelrestaurant der Stadt. Wir haben gerade bestellt und ich glaube, es wird ganz köstlich werden. Okay, komm, einmal schwarze Zähne. Leo, du bist die unangefochtene Nummer 1 im Kraftraum, wurde uns zugetragen. Mega stark. Mega stark. Wie kommt's? Also Krafttraining war mir schon immer wichtig und ich empfinde das echt als Basis, um irgendwie meinen Sport gut ausüben zu können. Irgendwie meine Verletzungsquote, die so, ja, die sehr, sehr niedrig ist. Tendenz und, null. Ja, genau. Der Physio sieht mich eigentlich auch nur so in der Halle, auf jeden Fall nicht zur Behandlung, gibt mir da irgendwie recht und damit fahre ich ganz gut und Spaß macht mir das auch, keine Frage. Es hat nicht geschafft, den Freundschaftsbund etwas zu lockern. Leonie oder Luisa, wenn ihr euch als Tier vorstellen würdet, was für ein Tier wäre denn die andere? Leo wäre ein Fuchs. Ja. Warum? Das habe ich so häufig. Weil Leo so schlau ist wie ein Fuchs. Ja. Ein bisschen die Haarfarbe dazu tendiert, ja. Aber hauptsächlich, weil Leo schlau ist wie ein Fuchs. Bei Luisa kann ich leider ihre Tiervorliebe für Panda-Bären und für Golden Retriever nicht davon trennen. Deswegen müsste sie einfach so ein zuckersüßes. Ja, es geht bei uns schon so weit, dass Lena uns im Grand Prix eine Gesichtsmaske gekauft hat. Ja. Bei mir ein Panda-Bären und bei Leo ein tatsächlich ein Fuchs. Ja. Ne? Ja. Was nervt euch, wenn euch was nervt, denn an der anderen am meisten? Ah, Leonie, ist schon was eingefallen? Komm, Leo, sag. Nein. Ich kann es mir denken. Luisa wird jetzt denken, dass ich sage, ihre Unordnung. Nee, ich denke an meinen verlorenen Sport-BH in Montreux. Ja, Luisa hat einen Glückssport-BH. Ein Lieblingssport-BH. Ja, und ja, schon ein Spiel, genau, das ist wahrscheinlich auch ein Schlüpper, der zu wichtigen Spielen auf jeden Fall getragen werden sollte. Und natürlich waschen wir manchmal mit der Mannschaft, wenn wir auf Turnieren sind. Und dabei ist dieser Sport einfach abhanden gekommen in Portugal. Und dann sind wir in Montreux und er war einfach nicht da. Wir haben im Hotel angerufen. Verschwörungstheorie. Ich habe im Hotel in Portugal aus der Schweiz angerufen. Ja. Weil ich so bockig war. Ja, genau. Aber ich habe sie ganz ernst genommen und danach ist er bei Lena aufgetaucht. Genau, bei Lena. In der Wäsche. Ja. Lena. Nein. Und eine letzte Kleinigkeit wollen wir euch fragen. Wenn die andere ein Kleidungsstück wäre, welches Kleidungsstück wäre sie? Alles fair. Und natürlich auch warum. Das ist ja letztendlich interessant. Da Leo so mega coole und viele Jacken und Mäntel hat, wo ich sie sehr drum beneide, würde ich sagen, dass Leo... Eine Jacke hört sich doof an, ne? Aber eine Jacke hält ja auch immer... Also eine Jacke hält immer warm. Ist in jeder Wetterlage für dich da. Also in jeder Lebenslage. Und ist ja im Endeffekt von deinem Outfit auch das... was du äußerlich trägst und damit auch am meisten präsentierst. Für mich wäre Luisa ein Jumpsuit, weil er besonders ist, aber irgendwie auch klassisch, weil er sexy sein kann und ja, definitiv ein Jumpsuit. Was Besonderes und Luisa ist einfach. Nachdem ich diesen Sommer endlich eingefunden habe, Leo. Genau deswegen. Also wenn wir die beiden irgendwann nochmal auseinanderkriegen sollten, ich weiß nicht, was dann passieren soll. Wir haben aufgegessen. Wir wollen aber nochmal ganz kurz raus ins Städtchen, weil Brügge soll ja ganz, ganz toll sein. Also wir bezahlen und machen uns auf, würde ich sagen. Wir sind mitten in Brügge und wollen unsere zweite Schnellfragerunde starten. Mädels, Träumer oder Realist? Realist. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Auto. Instagram oder Snapchat? Snapchat. Kleidung, schwarz oder weiß? Schwarz. Facebook oder WhatsApp? WhatsApp. Essen oder trinken? Essen. Eine Woche ohne Fernsehen oder ohne Internet? Ohne Fernsehen. Superheld oder Bösewicht? Superheld. Zu Netz oder aus? Aus. Oh, es fängt an, aus. Lippenstift oder Wimperntusche? Wimperntusche. Vanille oder Schoko? Schoko. Okay, wir sind raus. Challenge Nummer 4 ist accepted gegen diese beiden Ladies hier. Wie ihr sehen könnt, wir sitzen im Bierstore und Aufgabe ist es, aus
Bierdeckeln so ein gutes altes Bierdeckelhaus zu bauen. Und zwar ein dreistöckiges. Das Team, was drei Stöcke vollendet, hat gewonnen. Die Mädels, seht ihr schon, sind geil auf dem Sieg. Ich nehme noch einen Schluck Bier. Hier offensichtlich kein Bier. Ja. Wir wollen es nur einmal noch mal sagen. Bei mir läuft es besser, dann werden die Pfoten ruhig. Gibt es ein offizielles Startsignal? Auf die Plätze, fertig, los. Ihr seid so, hey! Ich glaub es nicht. Nein, er hat Leben in Belgien. Nein! Ah. Kameradenschwein. Oh. Tada! Nein! Ja. Warum? Oh. Nein. Ich habe schon gedacht, ich fange an zu schielen. Nein. Mein Herz ist hier oben. Mann. Ah, Challenge Scheiße. Nummer 4 eingesackt. Das kommt halt davon, wenn man schummelt, Mädels. Ein strahlendes Gesicht, zwei weinende. Ein bisschen gemischt mit Aggressivität. Aber auch mit vereinten Kräften konnten sie mich nicht ganz schlagen. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen Glück gehabt und konnte den vierten Contest für mich entscheiden. Ich habe gehört, Mädels, ihr habt was mitgebracht. Ja, nee, Bierdeckel für dich. Leere Hände nur für dich. Ich hab Bierdeckel für dich. Ja, ich glaube, es gibt noch eine kleine Überraschung. Du kriegst es von uns, weil du gewonnen hast, weil du schon vorher wusstest, was passiert. Den goldenen. Oh! Vielen Dank. Goldene. Bitte. Vielen Dank. Ja, es ist schwer gefallen. Abgesehen davon, dass ich die Challenge mit ein bisschen Glück gewonnen habe. Vielen Dank für den Tag mit euch. Ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen für die anstehende Europameisterschaft und hoffe natürlich, dass ihr sehr weit kommt und dann am Ende auch zufrieden seid mit eurer Leistung. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Pauls Doppelblock.